Wer zu den ganz coolen Leuten gehören möchte, der muss so einige Einweihungsrituale über sich ergehen lassen. Und hallo und herzlich willkommen an all meine Zuschauer und Filmfans da draußen zu einer neuen Produktvorstellung bzw. Unboxing-Video hier auf Lord Gamgam Full The Other Side of Movies. Ja, und heute, den 11. ist der Veröffentlichungstermin von diesem etwas älteren Slasher hier, ja, Blutweihe. The Invitation von Larry Stewart aus dem Jahre 1984, natürlich einer von vielen Slashern, die auch lange Zeit auf dem Index standen. Den Film habe ich zum ersten Mal irgendwann in den 2000ern, glaube ich, war es gewesen, bei RTL 2 oder Tele 5 gesehen gehabt. Da war er natürlich ziemlich geschnitten gewesen. Ein Film, der zumindest hier mit zwei bekannteren Sichtern daherkommt, Daphne Zuniger, die man vor allem aus Die Fliege 2 und Spaceballs kennt, oder halt auch aus Todestrauma, ein Slasher, der 2 Jahre zuvor rausgekommen ist, der ja jetzt nicht so pralle war, den ich auch noch rumfliegen habe in einer eher inoffiziellen Veröffentlichung. Und dem guten Glue Gulager, ja, den wir letztens in A Whisper to a Scream hatten, beziehungsweise aka The Offspring, der hier auch in einer Nebenrolle auftritt. Und der Film wurde jetzt natürlich von Access rausgebracht. Interessanterweise, das Ganze ist natürlich hier ein Stiefelchen. Und hinten steht natürlich drauf, dass es hier ausschließlich für den Verleih bzw. Verkauf in Österreich und der Schweiz bestimmt ist. Allerdings scheint das doch nicht so zu stimmen, wenn man mal bei der OFDB nachschaut. Also es ist wohl ein deutsches Bootleg, keine Ahnung. Also ich habe mir das vor Ewigkeiten mal bestellt gehabt. Es gab natürlich auch dann irgendwann von der HDMV offizielle Veröffentlichungen, die mich angesprochen hatten, aber die habe ich alle mehr oder weniger verpennt gehabt. Und jetzt hat mir die OFDB natürlich den Film zugeschickt. Und ich muss sagen, natürlich schön, dass mal wieder ein weiterer Slasher im Mediabook rauskommt. Ja, auch wenn man natürlich sagen muss, warum müssen jetzt die ganzen Slasher im Mediabook rauskommen? Und hier ganz klar, muss ich sagen, mit dem einzigen Cover, was mir gefallen hat. Was mir noch gefallen hätte, wäre das von Justin Osborne gewesen, von der Arrow Video Veröffentlichung. Da werden wir noch dazu kommen, wenn wir uns hinten mal ein bisschen mehr die Extras anschauen. Aber ansonsten macht es eigentlich einen an sich ganz guten Eindruck. Und wir packen das Ganze mal aus. Also ich bin wirklich gespannt. Also ich fand den Film, wo ich ihn das erste Mal gesehen hatte, wirklich, wo er halt Cut war, ja, ich fand ihn wirklich gelungen. Ein guter Slasher mit Thriller-Anleihen, auch ein bisschen so Giallo-mäßig ausgefallen. Und ja, die haben hier natürlich wieder eine ganz, ganz leichte Lederstruktur. Also hier war man wirklich ein bisschen geizig gewesen damit, ja. Und wirklich dieses sehr schöne Motiv, Uncut Limited Edition. Vielleicht gibt es auch irgendwann nochmal eine normale Keepcase-Auflage von. Und auf der Rückseite haben wir natürlich dann hier ein paar schöne Szenenbilder, Inhaltsangabe, Synopsis und dann noch was zu den Extras. Und dann kommen wir natürlich jetzt zu den Extras. Und ja, ich weiß, ja, hier wird zum Glück nicht die DVD-Version extra angegeben, aber hier ist es so, dass die Arrow-Videoscheibe noch ein paar Interviews bietet. Und die hat man hier leider für diese Veröffentlichung nicht übernommen. Man hat natürlich immerhin den Hysteria Podcast hier übernommen, ja, den man einmal als Audiokommentar während des Films hören kann und wo noch ein paar Interviews dabei sind. Das ist natürlich alles Audio, scheinbar auch ohne deutsche Untertitel, scheint mir so. Ich habe schon mal nachgeschaut, das finde ich jetzt ein bisschen schade. Ah, und was mir da auffällt, was ich natürlich irgendwie habe wieder versucht, ein bisschen, ja, von wem hier das 20-seitige Booklet ist, okay, gut, da wissen wir schon, worauf wir uns hier einlassen können bei dem 20-seitigen Booklet. Es werden wieder die ganzen Slasher-Klischees und Tropen sicherlich bedient. Hier unten ist die Limitierungsnummer. Ungekürzte, restaurierte Fassung. Ja, macht so an sich einen Eindruck. Also ich mag eigentlich diese Exzess-Veröffentlichung. Es kommt natürlich immer auf den Film drauf an. Und dann schauen wir mal in das Ganze rein und haben dann hier noch diese Informationskarte hier scheinbar. Ungekürzte Kult-Hits in HD schneidet immer gut ab. Gucken wir mal. Das ist einfach das, was bisher rausgekommen ist. Ja, Some of Here hat mich ehrlich gesagt nicht interessiert. Pathologie habe ich eine gewisse Zeit auch in der Sammlung gehabt, habe ich dann allerdings auch wieder rausgeworfen, weil der Film dann, ja, er hatte auf jeden Fall seine blutigen Momente gehabt, aber das Ding hat mich absolut nicht gepackt. Diese amerikanische Version hier von Anatomie, Mikey, vielleicht Mosquito der Schänder habe ich auf jeden Fall, da lohnt sich die Veröffentlichung auf jeden Fall. Und dann ist hier auch noch immer Werbung für The Hysteria Continues.
über diesen Slasher-Podcast, diesen englischen Podcast, ist noch schön und gut. Vielleicht gibt es auch irgendwelche deutschen Podcasts, die man vielleicht auch mal in Werbeflyern erwähnen kann, aber okay, gut, das wäre vielleicht zu viel des Guten. Und dann haben wir hier erstmal die DVD, das müsste hier das Cover C-Motiv sein, also Cover B und C haben mir absolut nicht gefallen, absolut nicht gut. Fand ich sowas von Panne. Dann hin natürlich die gute Daphne Suniga, die hier unser Final Girl gibt. Und der Film hat auch eine recht interessante Auflösung gehabt. Die hat mich irgendwie an einen anderen Film erinnert, auf den ich immer noch warte. Und hier haben wir die Blu-ray-Disc, die dann hier natürlich mit diesem Motiv daherkommt. Und hinten lauter Blutspritzer. Sieht ganz gut aus, muss ich sagen. Und ja, es sind natürlich zwei unterschiedliche Bilder, so wie man es natürlich von Excess gewohnt ist. Aber ich muss sagen, ich finde die Aufmachung eigentlich immer ganz gut. Das Booklet hier ist eingewebt, ja. Also es ist nicht reingeklebt oder so, ist auch schon mal ganz gut. Aber es ist halt die Frage, was uns jetzt hier an Informationen erwartet. Und das Ganze ist auf jeden Fall so jetzt ein bisschen vom Look aufgemacht, so wie die 84 Mediabook Booklets, wo hier unten so Text ist, oben ist dann so ein Bild halt, hier nur ein bisschen abgehoben mit diesem roten Farbvorlauf. Und hier haben wir ein bisschen was zur Inhaltsangabe, dann ein bisschen was zu den 1970ern, die waren fest in der Hand von kirchlichen Feindbildern wie dem Teufel, Satanisten und dem Antichristen persönlich. Ja, okay, gut, dann werden natürlich hier auch wieder ein paar Filme erwähnt, natürlich groß hervorgehoben in weiß. Ihr könnt es eventuell sehen, da haben wir ein paar Szenenbilder und das ist... Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott. Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Ist das Mr. Schwengel oder was? Oh, geil, geil, geil. Ja, aber auf jeden Fall noch so ein Rengenbra bei einem Shoppingparadies. Ah, das ist hier wohl erst so von Mike Blankenburg, aber das ist. Was hätte wohl Timo Wirtz mit diesem Szenenbild gemacht, wenn er eine Collage oder ein Motiv für diesen Film hätte erstellen sollen? Ja. Ja, dann haben wir hier auf jeden Fall wieder was zum Killer, also das Übliche. Auf jeden Fall die Szenenbilder, die finde ich wirklich sehr, sehr passend. Hier, na gut, die meisten dürften den Film kennen, Spoiler. Ja, das ist Glu Gulager, ich glaube, der überlebt nicht mal eine halbe Stunde vom Film. Ja, er scheint sehr in Not zu sein. Ja, noch ein Spoilerbild. Allerdings führt einem der Film dann doch so ein bisschen auf die falsche Spur, was denn die Identität des Mörders oder des Killers angeht. Und allgemein, ja gut, es ist ein typisches MB-Mediabook-Text, ja. Aber ja, ist eigentlich ganz gut das Ganze. Hier nochmal Szenenbilder, hier haben wir auf jeden Fall dann nochmal das ein andere Mediabook-Cover-Motiv. Also ich finde es auf jeden Fall in Ordnung. Und hinten brennt jemand, aber ich kann mich beim besten Willen nicht an diesen Penis-Cosplayer. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das im Film vorkam. Vielleicht wurde es rausgeschnitten oder es ist nur Behind-the-Scenes-Bild, keine Ahnung. Aber an sich eine solide Veröffentlichung, muss ich sagen. Ja, die jetzt sicherlich keine großen Bäume ausreißt, weil ein bisschen Bonusmaterial fehlt. Booklet-Text lässt sich natürlich mal wieder kritisieren, aber ich muss sagen, zumindest vom Layout ist er gut aufgemacht. Und dieses eine Bild, ich finde ich sehr funny. Man hätte natürlich hier die Dame hier, die so ein bisschen einen auf Kerzen macht, die hätte man natürlich gegen diesen Cosplayer austauschen können. Von mir bekommt auf jeden Fall das Mediabook gute, solide 3,5 von 5 Punkte. Ihr könnt mir natürlich in den Kommentar reinschreiben, wie euch das Bild mit dem Cosplayer gefällt. Das interessiert mich vor allem am ehesten. Dann natürlich, ob ihr den Film kennt, wie ihr den Film denn so findet, wie ihr die Mediabook-Veröffentlichung so euch gefällt. Also könnt ihr alle eure Gedanken wieder unten in die Kommentare rein kloppen. Bitte nicht rein ferkeln. Und ansonsten war es jetzt mit meiner Produktvorstellung bzw. Unboxing-Video zu Blutweihe, The Initation, hier in dieser Cover A Mediabook-Veröffentlichung aus dem Hause XS. Und wir sehen uns natürlich dann auf jeden Fall wieder zu einem weiteren Video, was auch immer, hier auf Lord Gamgamful. The Other Side of Movies. Ciao, euer Chris.